Wir fliegen nach Dakar, fahren dort zum Zoll und holen einen holländischen 47 Jahre alten LT ab, den wir dann bis nach Holland zurückbringen. Auf geht's! Wir fahren mal wieder im Senegal Zug und ich glaube, so früh morgens sind wir die einzigen mit Gepäck. Diesmal fahren wir zweite Klasse, also ohne Leselampen, ohne Steckdosen. Wir fahren gerade an unserem Bahnhof vorbei. Bisschen voll hier. Weil wir nicht aus dem Zug aussteigen können mit dem Gepäck. Es hat vorhin jemand mit dem Eimer versucht und ist fast gescheitert. Wir fahren jetzt bis Endstation. Es ist sehr wohl. Es ist 15.30 Uhr und wir warten seit 4,5 Stunden auf die Papiere für den VW LT, die wegen des Umzugs beim Zoll nicht auffindbar sind. Freund werden wir nicht mal mit dem Land. Nee, zum vierten Mal hier und zum vierten Mal werden wir sehr froh sein, wenn wir draußen sind. Wie kommen wir den Menschen einfach nicht klar? Wir haben jetzt zum ersten Mal in unserem Leben nach Jahren in Afrika Schmiergeld zahlen müssen, $85. Damit diese Arschlöcher ihren Job tun. Es war ein abgekatertes Spiel mit den beiden Zollbüros. Vielleicht hängt das Zolllager auch noch mit drin. So, fertig mit Beten. Vielleicht dürfen wir den Bus jetzt sehen. Da hinten steht er. Ich sehe das Dach schon vom Sunshine. Dafür, dass wir ihn heute abholen wollten, ist er ganz schön eingeparkt. Ja, kräftig zurücksetzen, dann passt das schon. 75 € gezahlt zum Ausparken. Aber die sind einfach zu doof dazu, haben eine Stahlkette hinten am LT dran gemacht und sind dann schräg rückwärts raus. Und da sieht man die schönen Spuren, die diesen LT nach links gezogen haben. Dann wollten sie den hier holen, um das Nachbarauto rauszuziehen, damit wir da mehr Platz haben. Wobei der letzte Schrei Stopp dazu geführt hat, dass der nicht in den LT hier hinten reingefahren ist. Sunshine kommt in die Freiheit! Wieder an die Sonne. Aus der Lagerhalle raus. Ist angesprungen, hat soweit alles geklappt. Alles Ramadan. Zum Kotzen Ramadan. Gibt nichts zu fressen. Wir waren in anderen Ländern, zum Beispiel Iran, Islamische Republik, im Ramadan unterwegs und da gab es auch für Muslime immer Essen, wenn man Essen brauchte. Wollte schon immer mal Silke, ne? Direkt am Lac Rose mit dem Auto längs fahren. Super, der Lac Rose ist Lac Cli. 43 Kilometer heute mit Sunshine vom Lager am Feiertag durch Dakar an den Lac Rose, der bei weitem nicht mehr Rose ist, auf dem Campingplatz und haben jetzt erst einmal den Sunshine hier auseinandergenommen, alles rausgeräumt, geputzt, gemacht, Wäsche gewaschen. 5 Wochen, selbst in der Lagerhalle, alles zugestaubt. Der Lac Rose, die ehemalige Ziellinie der Rallye Paris-Dakar, ist bis heute für viele Reisende der Zielpunkt und für uns der Startpunkt.
Unser Dorf soll schöner werden. Rechnen damit, dass wir in Mauretanien an der Grenze nicht so wahnsinnig viel Geld tauschen können oder wollen, weil letztes Mal war die Kommission auch in Nouakchott 25%. Auf der gesamten Strecke durch Mauretanien gibt es erstmal keine Geldautomaten. Und deswegen versuchen wir, so wenig Geld wie möglich ausgeben zu müssen und nehmen ganz viel Sprit mit, damit wir vielleicht bis durchkommen. Connected.